So Leute, weiter geht es bei Let's Play New Super Mario Bros. Wii. Leider ist meine Festplatte abgeschmiert, deswegen eine kleine Vorab-Erklärung. Wir müssen spielen jetzt einfach die Level nochmal, die im Let's Play noch fehlen. Stellt euch einfach vor, wir hätten diese Level also noch nie geschafft. Das bedeutet, ab 7-6 müssen wir halt alles nochmal machen, bis zum Ende. Und ja, also ich habe immer noch den Tobi bei mir. Sag was. Was? Ja, genau, also was. Also, leider müssen wir auf diese Lösung zurückgreifen, weil wir auch beide nicht unbedingt jetzt so die Zeit hatten, bis dahin alles nochmal zu spielen von vorne. Nein. Deswegen, ich hoffe, er akzeptiert es. Wenn nicht, eat it or die. 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 Oh, scheiße, das war das, ne? Das war das, was war das? Nein, nein. Ich weiß nur nicht, warum ich einen Propeller auf hab. Weil du hässlich bist. Aber das ist Zoes Lieblingslevel hier. Ich denke aber, es wird dennoch nicht minder lustig sein, auch trotz der Tatsache, dass wir hier ein paar Sachen jetzt neu machen müssen. Und wir stellen uns einfach vor, wir hätten diese Level, wie gesagt, noch nicht abgeschlossen. Wie haben wir es denn... Was machst du? Wie haben wir es denn geschafft? Oh Gott, liegen. Ey, du bist so ein Babsack, ey! Du bist so ein Babsack! Du bist so ein Babsack! Ich wollte jetzt auch ein Leben verlieren. Wie haben wir es geschafft, da drei Münzen zu kriegen? Weiß ich nicht. Ich war nicht dabei. Wow. Du warst dabei. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Egal, back to basic geht's. Immerhin hat meine Wii ein Ganzkörper-Gondover. Meine Wii-Fernbedienung. Ja, meine Wii. Ah, jetzt kommt wieder das mit Yoshi. Jetzt kommt wieder das mit Yoshi. Oder? Nicht. Hier, hol dir die Feuerblume. Und dann kommt von Tobi wieder, wer hat denn jetzt die Schildkröte so runtergemacht? Ja, du. Wo war Yoshi? War ja. Der hier? Ah! Gib mir Yoshi, gib mir Yoshi, nein. Gib mir Yoshi. Dir gibt keine nein! Yoshi. Nein! Nein! Komm zu mir! Genau aus diesem Grund. Nein! 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 Tobi, bleib hier! Was war das? Mach gar nichts, du machst. Du hast ja, mich einfach auch geklaut und dann runtergefallen lassen. Ja, ich glaube auch. Ja. Alter. Ja. Ja. Ich meine, im Prinzip ist es egal, ob wir die Level schon mal durch hatten und jetzt nochmal spielen, weil wir haben eh keinen 100% Run gemacht und haben uns eh nicht so groß um die Sternmünzen geschert. Wir haben geguckt, was wir einsammeln konnten, das haben wir bekommen. Nein, und der Rest war ja eigentlich egal. Nein. Oh, doch, aber das hier war zu lustig. Nein. Doch. Nein. Nein. Ich glaube, du lügst. Ich glaube, du lügst, bitte. Jesus! Jesus! Du bleib da! Meine Wii-Verbindung ist ausgegangen, wieso? Ich hab eben neue Batterien, nein. Scheißen Dreck, Schüttelattacke hier. Schüttelattacke. Oh, jetzt machen wir das hier mal like a Baus. Mit Skins. Like a Bowser. Like a Bowser. Alter Verwalter. Nee, du. Ich verwalte nichts. Ah, hier war noch ein Shit gedrückt. What? What? Da war eine! Halt! Was hältst du auch darunter, du Sau? Ich wollte eigentlich auf die drauf springen. Ja, was du willst. Scheiße, das geht ja schon wieder gut los hier. Jaha. So wie immer. You're really high, oder? Ich kann nicht reiten! Nein, mit dir spiele ich nicht mehr. Juhu! Ich kann nicht reiten! Ja, indem man mit so jemandem wie dir spielt. Genau, weg jetzt! Ich will zu dem Yoshi! Alter! Toll, Tobi! Toll! Ja. Toll! Toll, Tobi! Toll! Tobi, was machst du denn? Ich springe weit vor. Hör doch mal auf jetzt! Hör doch mal auf! Guck, ich
Ich hab bis 49 Münzen gesammelt. Was sollte denn das? Ich kann's halt. Was sollte denn das? Ich springe ins Leere. Ich wollte den da unten laufen lassen. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der es schafft, in dieses Level mit einer Propellermütze reinzugehen und trotzdem dran ihn zu verlieren. Tja, du kannst halt. Ja. Einzig ärgerlich an der kaputten Festplatte ist nur, dass wir da noch ein komplettes Kirby Adventure LP drauf hatten. Oh, ich wollte es gerne einsammeln. Ja, ja, ja. Egal, müssen wir es halt irgendwann nochmal aufnehmen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Yoshi, goddammit, komm her. Goddammit! Sag mal. Sag mal. Sucker Punch! Was zum Teufel? Giganimo! Scheiße! 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 Komm her, du! Ich komm her! Ich muss auf die Schildkröte drauf. Dann geh doch. Ich mach Bubble. Nein! Ja! Sag ich mal. Wie geht denn das? So nicht. Wie geht denn das? Definitiv so nicht. Wie geht denn das? Ich hab zu dicke Wurstfinger, um rechtzeitig von der 1 runterzukommen, damit ich nicht weiterrenne versehentlich. Du mit deiner fetten Wurstfinger. Ja. Ich hatte einen Metzger geschlachtet, hat die jetzt ins Haus da, ich alle kaputt gemacht. Nee, weil ich also, du bist zu fett geworden, ganz und einfach. Ah, Yoshi! Nein, nix Yoshi. Meine Blume. Oh, Brumm. Der hat aber auch ordentliche Minze dabei, wa? Ja. Oh Gott! Der hat so schlecht am Atem, weißt du? Ist aber. Das gibt sich an der Domi nicht! Mach dich schon wieder! Mach dich schon wieder! Was denn? Du weißt ganz genau, was ich meine. Nein. Hui! 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 Auf die fette Schildkröte! Auf die fette Schildkröte! Dann geh doch auf die fette. Hey! Okay, so geht es auch. So geht es nicht. So geht es nicht. Was? Ich wollte da auf diese Schildkröte weg und war hier mal Genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Oh, Jesus Christ, Tobi, ey, was ist das für ein Driss? Götterpunch. 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 Das Geilste war ja immer mit der Einzelkröte, die so weit runterkam und dich immer genockt hat. Tja, aber auch immer nur, weil er so einer wie du drauf spielt. Oh. Und Tobi gab es eine Schildkröte, die knockert sich gern auch mal ein, ne? Hey! Du Assel! Du Assel! Guck doch mal! Guck doch mal! Guck doch mal! Guck doch mal! Spring jetzt rüber! Du bist schick! Mach ich doch. Ich bin doch schon gesprungen. Ja! Ja, ich habe eine Münze gesammelt. Ich hab's gesehen. Aber auch nur wegen dem Knockerpunch. Nein! Bleib, bleib, bleib! Nein! Weil ich weiter vor will. Nein, die wäre zu schnell abgeschmiert. Nee, du, die links aus dem Rand. Die steckt nur nach oben. Ja, aber links aus dem Rand. Dann wäre ich ja, auch nicht und viel weiter gekommen. Ja, und? Ja, und? Ja, ja, und? Steht schon zu A. Früher ja, haben sie Mario auch beide Arme weggesprengt und er ist mit den Füßen gehiebt. Nee, du. Der hat dann auch einen besseren Dresscode gehabt, weißt du? Was? Fresscode hat er? Dresscode. Ein Fresscode? Dresscode. Ein Fresscode. Dresscode. Ich hab einen Fresscode verstanden. Ja, du bist auch so ein Fresscode. Ich bleib jetzt bei dem Wort Fresscode. Fresscode. Guck mal, man kann nicht. Ja! Ja! Yoshi! Yoshi! Nein! Wie schafft man das überhaupt alleine durchzuspielen, wenn wir zu zweit oder zu dritt schon daran versagt haben? Ja, wir können es halt nicht. Was machst du denn? Die hat so viel rumgezappelt, da ist er links runtergerutscht. Oh, ey, das gibt's gar nicht. Doch. Aber ey, sieh's mal so, wir hatten bei den Originalen, und das weiß ich, hätten wir noch ungefähr eine Stunde nur für dieses Level noch gehabt zusätzlich. Mal gucken, wie lange wir jetzt hier noch brauchen. Nein! Ich wollte gar nicht springen. Was machst du denn hier nach? Kürzester Level Entrance ever! Nein. Nein, das hast du noch getoppt in Level 1. Ja, das stimmt sogar. Oh, das kann ich will.
Oh, scheiße. Was machst du denn eigentlich hier? Scheiße. Ich hab Angst, die Schildkröte zu gehen. Wir werden danach auch übrigens diverse New Super Mario Bros. VX Let's Play, die noch schwerer sind als das Hauptspiel. Gell, Tobi? Nein. Du doch nicht. Nein. Hör auf, immer um mich zu springen. Nein, guck doch mal. Jetzt bleibst du. Wo ist die Schildkröte? Genau da. Hüpf auf die Fette. Ja, kann ich nicht. Hüpf auf die Fette. Genau so. Ja, das sage ich auch immer, ja. Wenn mir die Nase juckt. Wenn dir die Nase juckt. Ja. Ich gleich wie so niesen, ne? Weiter unzublumen, ne? Was tust du denn? Okay. Ich lass mich zerquetschen. Versuch jetzt mal einen Puristen-Run zu machen, ohne Yoshi, ohne Items. Vorausgesetzt, schafft es überhaupt einer. Ich sterbe sowieso. Wir sind sowieso gleich abgeschmiert, ja. Das Problem eigentlich an sich sind hier manchmal auch die Wolken. Man weiß nicht, wo man landen soll. Genau da, wo die Schildkröten sind. Hört doch mal auf! Guck mal, ich kann nicht spielen, wenn du auf mich drauf bist. Ja, kann ich auch nichts für. Ich bin halt so fett. Ich bin fett und störe dich beim Spiel. Tobi, was? Ich bin fett und störe dich beim Spiel. Du bist fett und störst mich beim Spiel. Ich bin fett und störe dich beim Spiel. Gut, dass ich das auch noch erfahre heute. Ich bin fett und störe dich beim Spiel. Nein! Ich will da zurück. Nee, nee. Die lassen mich nicht. Das war auch lustig hier, wenn der Marcel immer versucht hat, an die Leben ranzukommen und dann von denen erwischt wurde. Hui, ich hab die Wolke weggeweht. Das war mein Ziel. Scheiße, wo bin ich? Ich bin tot. Da bist du. Darauf gibt's einen Chatter-Rummi. Ganz tief unten. So sieht es aus. Warte. Alter, leid gemacht. Hui. Es muss doch möglich sein, dass wir dieses letzte Mal durchspielen. Nein. Fuck, shit. Komm schon. Wo ist Yoshi? Warum haust du eigentlich mit den Schildkröten immer ab? Ja! 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 Ja. Du bist doch bald bestimmt schon eine halbe Stunde aufgenommen, wenn es so weitergeht, oder? Sehe ich gerade nicht. Okay. So von der Ton her, wow. Nur so eine Viertelstunde. Okay, der musste raus. Guck, weil irgend so ein Idiot da immer da ist, der auf die Schildkröte springt, wenn ich unten drunter bin. Jesus Christ, ey. Nee, du, ich mach jetzt Bubble Time. Na, ich glaube auch. Guck mal hier. Hatte das Level übrigens einen Checkpoint? Ich glaube nicht, gell? Upsa! Ich bin noch in die Bubble gegangen. Nein. Doch. Bist du nicht. Du hast kein Kleid angehabt. Na ja. Dann nehme ich halt ein Johnny Gat Maskottchen, denn. Ja. Outfit, denn wer will nicht Johnny Gat sein? Und danach gucken wir die Kitakibuku. Ne, Kitakubu. Das ist so aus. Folge 5 und 6. Achso, ist ein Anime oder was? Ja, das, was ich dir gezeigt habe. Mit dem Demon Lord. Achso. Und natürlich
Dem Kick the Can. Hase. Ja. Ups. Und dem Erlkönig, der da ein Demon Lord ist.